Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von A Black Tail Innocence. Ja, ich weine doppelt. Zwei schon. Naja, egal. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Schauen, wie viel es noch werden. Richtig, da können ja noch ein paar Etwas dazukommen. Weil, wie gesagt, Blind-Projekt. Da, 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 da. da, da. Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Okay. Stealth-Action, die zweite. Schauen wir mal. Sie kennt sich aus. Ja, die kennt sich perfekt aus. Wie gesagt, ich muss jetzt noch akribischer alles durchsuchen und umschauen und. Irgendwas habe ich hier im Kopf. Irgendwas passiert hier. Da nichts wie raus hier. Ratten wahrscheinlich wieder. Ach so, der Nikolas ist übrigens dieser Ritter, der auch Los, sehr Mama und Papa freundlich von getötet euch, hat. Eure Hoheit. Ah, okay. Das ist dieser Sir Nikolas. Ui, 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 okay. Dann ist er gar nicht so freundlich, nein. Das war schon ein guter Grund, nicht zu ihm hinzugehen. Okay, was haben wir hier liegen? Okay, Stoff. Nice. Stoff ist eh seltener. Los, Oh, weiter. oh Gottes Was Willen. habt ihr mit mir vor? Oh, Zwei fast den drei. kennen wir doch. Ja? Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden dich in die Stadt mitnehmen, zur Bastion der Inquisition. Amicia, hast du noch was von dem Devorantis? Nein, dann stell schnell welches her. Los, stell her. Muss ich den wirklich umbringen? Die Wache, du Dödel. Die Wache. Nein, aber ich meine, vielleicht ist der ja gut. Nein, ich warte. Sie. Vielleicht passiert was. Geh weg da. Vielleicht kommt dir ein unerwartetes Ereignis. Komm. La 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 la. Zeitverschwendung. Okay. Klein, los! Was? Was? Wow. Was war das? Hey, ich bin so froh, euch wiederzusehen. Der hat meinen Kopf gewackelt, dafür kann ich nichts. Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Boom. Millys Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf Oh, warten, gute dass Idee, sie uns Melli, ja? abschlachten? Gute Was Idee. meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Ja, geh mal Das Wein und Chateau Braten. sollte Wo ist nicht der? mehr weit Wo sein. ist der? Nein, nein, ja, nee, ist klar. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Ja. Den Bruder werden wir schon besänftigen. Man hat da vorne Brennsche wieder. Das riecht nach Ratten vielleicht. So. Das riecht auf jeden Fall nach Ärger, ja. Feuer ist nicht gut. Wer muss mich nur umschauen, Leute, wieder, weil es kann ja wieder was herumliegen, was der Dschungel übersieht. Vielleicht hat er eh schon wieder was übersehen. Wie viele Pflanzen hast du jetzt? Vier. Die letzte war bei der Mühle. Ja. Drum, das ist ein Gebiet, da würde sich eine Pflanze ziemlich gut verstecken. Du hast einen Haar. Ja. Ich weiß, du meinst, es kommt dann keiner hinzu. Ja. Aber ich traue dir nicht. Sag ich offen und ehrlich. Nein, passt schon. So, ich hoffe, da war jetzt nichts. Wir gehen mal ein Stück weiter. So. Der Baum ist noch verdächtig kurz. Okay, bin da, Feuer, hurra! Bin da, wer noch? Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Oh, wir können Häuser plündern. Ich glaube, ich höre schon Ratten. Ein Ah ja! Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Oh, okay. Ich habe Ignifer weiterentwickelt. Zu Luminosa. Luminosa! Du wirst es mitten in die Ratten und.
Na, du wirst schon sehen. Sie sind hier, tot. Nimm. Jetzt hast du quasi kein Ignifer mehr, sondern eine Verbesserung. Ah. Alles gut vermischen. Glaube ich. Aber ich kann es extra. Ah, nee, machen. Doch. Okay. Ist aber teuer. Wirf es auf die Ratten. Aha, die restliche eine Weile auf Abstand hält. Okay. Komm. Ah, Mr. Granger, mach mal das Zauberei. Achso, mit Steuerung muss ich das machen, gell? Ja. Ja. Das brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. Die Herstellung ist teuer, okay. Na passt. Ah, das sind diese Alchemistenkarren, okay. Ja. Ich glaube, da habe ich ein Achievement gesehen, ich muss 5 Stück betreten oder was. Was? Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns... Denk dran, du kannst deine Sachen verbessern, du brauchst keine Werkbank mehr. Ja, aber ich stehe vor einer, also... Okay. So, Munitionstasche kann ich erhöhen. Ja, machen wir mal die, ne? Hätte ich gesagt. Wie du willst. Naja, aufheben bringt ja nichts, ne? Die Sache. Nee, ich krieg wieder laufend was. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ja, die letzten Stufen werden dann teuer. Okay, das kann ich nicht mitnehmen. Da habe ich 7 Stück von dem IGV, okay. So. Ja, also ich habe den Wagen betreten. Das zählt ja schon mal als einer. Da gibt es ja 5 Stück davon, oder was? So in der Art. Okay, ein Speicherpunkt ist auch nichts Gutes. Das Akadum! Naja. Na endlich! Jetzt werden wir mehr erfahren. Da kann man schön in die Nische reinschauen. Was haben wir denn da vor? Bringt es dir nichts. Doch, ich suche nach Gegenständen. Bin schon da. Kletter hoch, ich helf dir. Na gut. Na gut. Geben wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Aquädukt. Oh. Aquädukt. Aquädukt. Ja, super, gut gemacht. Wir lernen noch was. Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. Ja, das freut mich auch. In Ordnung. Den haben wir leider eine Zeit lang schon nicht gesehen. Oh, danke schön. Jetzt habe ich auch mehr Muni zum Mitnehmen. Yes. So. Ja. Steinchen ausrüsten. Steinchen rüttelt dich und schüttelt dich. Coin. Gut gesehen. Boah, gut gesehen. Ne? Du bist da nicht weitergegangen, ne? Kletter hoch. Ja. Ja, Sir. Milady. Schau mir ja nicht meinen Hintern an, ja? Ja? Sonst kriegst du einen Stein. Nicht, dass sie solche Absichten hat. Sonst kriegst du einen Stein auf den Kopf. Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, Nein. dass das alles umsonst war. Geheimgang. Nein, Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Okay. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Wie wär's mit nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst? Oder wer so. Zuerst? Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Alter, seid ihr Schisser. Sagt der richtige Schisser. Ach du, ne? Ja, sag ich gerade. Okay, da in der Ecke haben wir auch nichts. Na gut, gehen wir halt ins Rattenloch. Düsternis ist nie gut. Ne. Ja, das schreit doch nach Ratten. Aus wie irgendwas aus einer Zauberwelt. So eine Grotte. Wow. Die Kammer des Schreckens wahrscheinlich. Übel. Willkommen in Ursulas Grotte. Nein, wow, nur geil. Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, sieht aber geil aus. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt wollte ich gerade sagen, hängt sich das Spiel wieder auf. Das haben wir nicht schon einmal gehabt. Aber das sieht ja richtig stylisch aus, die Gegend hier. Muss ich sagen. Ja. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber.
Es gibt kein Chateau mehr. Ja? Warum muss ich schon wieder hakeln? Ich verstehe es nicht. Warum nicht? Können wir nicht Hugo rüberwerfen? Und der macht das? Nee, ist klar. Okay, da hinten habe ich eine Truhe gesehen. Die holen wir sich. Oder halt Sachen auf einer Kiste. Nehme ich auch. Das ist der Peter. Hm, das ist voll. Direkt. Oh, ich habe nur noch einen Alkohol. Ja, das würde ich lassen. Oha. Alkohol ist auch Mangelware anscheinend, ne? Ja, ist jetzt Mangelware geworden. Weil die Soldaten alles aussaufen, oder was? Nein, nie wegen dem, was du hergestellt hast. Also, nein, meine Schuhe. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Ja, und wer opfert sich? Wen fressen die Ratten? Kannst du mir helfen? Also schön. Hol mir es mal her. Dieser Ort ist unglaublich. Ja, gar nicht schlecht. Schade, dass wir keinen Wein und Käse dabei haben. Oh, die sind schon wieder ans Fressen. Das wäre herrlich gewesen. Beide. Hallo, ich drück doch E. Da hat er losgelassen. Kannst oh du Mann. Bitte mit Hand anlegen? Kein Ding. Ich drück doch ganze Zeit die Taste. Mein Finger ist schon wund. Oh, ja, komm weiter, Doc. Nicht loslassen jetzt. Das wäre ärgerlich. Oh mein Gott, mein S-Vorfinger ist taub. Hallo. Das funktioniert nicht von selbst. Setz mit Hugo über. Wir kommen danach. Meinst du wirklich? Ja. Es ist ohnehin nur Platz für zwei. Oh, ey, das heißt nichts Gutes. Nee, klingen auch irgendwie meine... Okay. Was hast du getan? Ich weiß es nicht. Du hast losgelassen. Warum hast du losgelassen? Ich schaffe es nicht allein. Könntest du mir helfen? Mir Spaß macht. Wow. Ich habe keine Markierung sonst gesehen. Ich wollte den Kleinen reinschicken mit der Q-Taste, aber da war nichts. Die Leute noch mal einen Alarmblock in der Gegend ziehen. Ja, dass sie vielleicht verrecken wird. Ja, und wie schicke ich jetzt Hugo rein? Das ist ja jetzt das Problem, was ich habe. Ja? Kannst du... Ich kann gar nichts. Gar nichts drücken? Nein. Ja, was denn? Hast du gerade gemacht, ne? Ja, geht nicht. Kannst du Lukas vielleicht kurbeln lassen mit Melly? Das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, ne? Oder kannst du zu Hugo gehen irgendwie? Ja, ich muss... Melly, ja, du musst... Du? Okay. Lukas! Schlaf nicht, okay. Also lag's doch nicht. Ja, ja. Das Wasser ist Achso, grün. Da ist er. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Der Ratten ist kalt. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Soll ich einsteigen? Ja, Hugo, steig ein. Das verheißt nichts Gutes. Die werden sicher geschnappt oder irgendwas passiert. Ich weiß aber nicht, warum meine Alarmglocken läuten. Ja, wegen den zwei wahrscheinlich jetzt. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Herr der Ringe. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn die Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Jetzt komme ich gleich welche, pass auf. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Setz dich ja, hin. Das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Geht's euch hier noch gut da drin, ja? Alter. Hier steigen wir aus. Die Situation gefällt mir nicht. Das war viel zu kurz. Ja. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Können wir eigentlich noch? Nee, jetzt könnt ihr nicht. Kannst du nicht. Ich würde erst einsammeln und dann. Das habe ich mal gedacht. Oder? Ich weiß nicht. Deshalb ist das voll. Aber ich kann da durchgehen. Soll ich die zurücklassen? Ich glaube, das geht nicht. Warte, ich weiß nicht, was passiert, wenn du da durchgehst. Also, wenn du drückst.
Ah. Nee, geht nicht. Verschlossen. Okay. Das müssen wir Melly sagen. Dazu müssen sie erstmal rüberkommen. Ja. Also, Melly muss knacken. Ganz lang. Knack mal den Safe, Melly. So. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Steigt ein. Schickst sie rein. Seht ihr jetzt schon drin? Gut. Ja. Ich wollte dich nicht anlügen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht und ich hatte Angst. Ich vergesse es. Das liegt hinter uns. Aber wow. Dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht. Na gut. Worüber habe also ich die ganze Burg. Erwachsenen ja. Dinge. Los, Erwachsene gehen wir weiter. So, während ihr das Schloss knackt, kann ich noch eine Runde am See drehen? Nein, kannst du nicht. Ach, gekommen. Das wäre doch so lustig. Ja, aber kannst du leider nicht. Da wirft doch, hilft doch kein Stein werfen. Ich habe sicher irgendwas versäumt hier. 100 Pro. Irgendwas habe ich versäumt. Also wenn, dann wüsste ich gerade nicht was. Dein Einsatz, Melly. Mach mal auf, Melly. Ich weiß gar nicht, wie alt Melly offiziell ist. Ist offen. Alt genug, um Schlösser zu knacken. Oh, Rattenspaß. Also, Igo war 5, Lukas war, glaube ich, 12 und Melly, und Amicia war 16. Na bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Natürlich. Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was denn, Lukas? Eine Todesgrube, oder was? Wir kommen schon mit. Event, ja. Was sind eine Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht... irgendwelche Ritter? Okay, ich wir glaube müssen, nicht, dass Ritter mit wir müssen und das schieben und einer geht aber da unten lang. Also eh wir. Und zwar eine ganze Menge von Lukas, der Bau ist schon lange her. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Ja. Du hast recht. Oh, und bei Melly, kannst du sie öffnen? Ich Gänsehaut. Nein, vielleicht auf der anderen Seite. Okay, dann zeigen wir mal den Leuten, dass wir das hier bewegen können. Move it. Ah nein, wir drängen einfach alle hinunter, so ist es, okay. Ich dachte, auf der anderen Seite kommen dann welche, okay. Nee, nee. Ah, das haben die gemacht. Kannst du gleich wahrscheinlich da die Leiter runter. Ja. Ach, na los, in den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Ah, jetzt gut, passt. Kommt mit. Okay, bin schon da. Einen Schritt in den Graben? Kannst du, glaube ich, gar nicht. Schade. So, jetzt schauen wir mal da in die Ecke, ob noch was ist. Nein. Nein. So. Wo ist denn Hugo? Ah, der ist da oben. Okay, dabei. Die sind da hinten. Also ja. Schön. Dankeschön, das nenne ich mein Teamwork. Und hier können wir auch ein bisschen looten. Loot. Tut meiner Tasche das gut. Ja. Okay, Salpeter habe ich immer voll. Ja, Salpeter brauchst du noch nicht so viel. Problem ist halt, wenn du Salpeter verballern willst, dann musst du halt auch viel von den anderen Sachen verballern. Ja. Na gut, dann muss er nicht zwingend Salpeter mitnehmen. Es lohnt sich eigentlich nicht, Salpeter irgendwie. Balance bauen. Okay. Komm Mädchen, gemeinsam seid ihr stark. Yeah. Erinnert mich an die Blue-Karte. Aufmachen?
Was hat die nochmal gemacht? Für jedes Monster hat das andere 800 Angriffspunkte bekommen oder was? Ja, sowas in der Art, ja. Und ich glaube, Kraft der Magie war für jede verdeckte Zauber- oder Fallenkarte, oder für jede Zauber- oder Fallenkarte, glaube ich, 500 Angriff. Ja, es wäre nett, wenn du das entzünden könntest, dann erspare ich mir das Material. Du hast eh genug davon, dann. Es wird mir sogar der Weg versperren. Was ist, wenn ich runter will? Der will mich verarschen, gell, der Typ? Ich denke, was werden sie mit Absicht gemacht haben. So. So, und du könntest langsam auch den Part beenden. Ja, ich mach das noch zu Ende, ne? Die Grube, hätte ich gesagt. Kann ich das eigentlich mit Ding auch nehmen, gell? Ja. Kann ich es so auch werfen, oder? Ja, solange es trifft. Ich weiß nicht, was du jetzt tust. Also die Rattengrube machen wir noch fertig. So. Musst du wieder schiebe. Schieberätsel. Oder ziehen, wie auch immer. Schieb. Aber gut gemacht, ja, muss ich sagen. Ist jetzt nicht besonders aufwendig und schwer, ja, aber nett. Eins muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Genau. Das merke ich, dass sie effizient ist, ja. Kann man es mitnehmen noch? Nein. Folge mir. Mhm. Ja, toll. Mhm. So, sind wir da jetzt schon fertig da vorne, oder? Da ist ja nichts mehr. Ob sich jetzt beenden auszahlt oder ob wir noch ein bisschen weitermachen. Wie viel haben wir denn? Oh, ich so? Weiß nicht mehr auswendig. Wir haben halt jetzt ungefähr 24 Minuten. Ja, dann geht noch ein bisschen. Noch ich weiß halt nicht genau, wie lange das noch dauert. Hoffentlich. Schau mal. Sind da nicht wieder Ratten? Wir lassen uns überraschen noch ein paar Minuten. Da kommen jetzt Wölfe. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Ah. Schon unterwegs. Soldaten schon. Hinter der Tür. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Oh, so ein Wetterhasser. Es existiert tatsächlich. Chateau Mirage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Aha. Dann würde ich sagen, wenn wir das Chateau haben wir geschafft. Beenden wir jetzt den Part. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part beim Erkundung des Chateaus. Ciao, ciao. Bye-bye.